So, und zwar gibt es ja auch die vier Elemente der Erde, ne, die ja eigentlich Wasser, Feuer, Wind und Erde sind. So, und genauso kann man dieses hier einteilen. Fangen wir oben an. Phönix ist quasi Phönix aus der Asche, das Feuer. Dann haben wir Greif. Greif ist quasi die Luft, weil ein Greif ist ein Greifvogel. Also alles, was aus der Luft quasi entspringt an Magie, an sonstiges. So, dann haben wir Würm. Würm ist quasi das alles, was aus dem Boden herauskommt, ne? Also Erde. Und wir haben Livasan. Oh Gott. Ich weiß nicht, welche Sprache das ist. Irgendwo wird es her sein, sicherlich. Aber dies ist quasi Wasser, das Elementare. So, und dann gibt es das Fünfte. Das Fünfte ist das Yin und Yang. Yin und Yang ist das Gute und Böse, quasi im, glaube ich, japanischen, asiatischen Richtung, chinesisch. Ich weiß es nicht genau, woher das Zeichen kommt, aber es ist aus dem asiatischen Raum. So, und dieses neutralisiert quasi. Es ist neutral zu allen Waffen. So, jetzt sieht man auch diese Schwertanordnung. Dass zum Beispiel Phönix den Greif, also Feuer, ist stärker als der Greif. So, der Greif ist aber wiederum stärker als die Erde, ne? Das Würm ist stärker als wiederum Wasser und Wasser wiederum bekämpft Feuer, ist und wesentlich stärker, weil Wasser löscht Feuer, ne? Also so kann man sich das so ein bisschen merken wie bei Schere, Papier, Stein und so, ne? Es gibt nur diese Dinge quasi, die das Ganze noch beeinflussen. Ansonsten eben bei der magischen Sache und so weiter muss man eben da noch so ein bisschen gucken. Aber das macht das Spiel auch so ein bisschen komplex und schwerer, finde ich. Was ich gar nicht so schlecht finde. So, aber kommen wir zurück. Wir haben nämlich einmal unsere Items. Und zwar, diese Flaschen hier können wir nirgendwo hinräumen oder sonstiges. Die sind fest hier drin verankert in unserem Rucksack. Wie viel man davon tragen kann, ich weiß es nicht. Also ich bin schon auf 8 große Flaschen und irgendwas um die 12 oder so kleine Flaschen mal gekommen. Als ich es auch endlich einmal geschafft habe, einen Endboss quasi in einer Dungeon zu, ja, Fall zu bringen. So, eigentlich wollte ich gar nicht so viel erklären in dem Sinne. Aber ich finde, wenn man es nicht erklärt, dann, ja, ne? Ihr sollt auch wissen, worum es bei dem Spiel geht und worauf ein bisschen auch zu achten ist. Also Tipps und Tricks und so. Ja, gut. So, und hier haben wir jetzt einen Ring. Dieser macht Immunität gegen Blitz. So, jetzt könnte man die Hilfe aufrufen. Ich weiß, dass Blitz quasi, ich zeige es hier auch mal, findet man nämlich hier wieder. Und zwar Blitz ist betäubt. Und dafür benötigt man wiederum eine Aktion, um diese Betäubung loszuwerden. So, dazu kommen wir auch später. Dann gibt es quasi den magischen Zirkel, der, ja, ich weiß es gar nicht, ist es ein Sexagon oder sowas in der Richtung? Also, das ist ja hier eigentlich, ne? Auch so ein bisschen, naja, ne? Das Teil hat jedenfalls so einen Namen. Irgendwas mit 6. Ich hab's leider gerade nicht so ganz im Kopf, aber gut, hätte ich mal vorher googeln sollen oder so. Wer weiß. Gut, aber wir sehen hier quasi, wir haben Liv, wir haben Int, wir haben Strange, wir haben Dex, wir haben Fey. So, und hier haben wir diese Werte und wie sie sich quasi auf die verschiedenen Dinge dann auswirken. Dieses Ganze erkläre ich, weil hier unten haben wir bei dem Ring auch wiederum Liv plus 8. Und Liv ist eigentlich, kann man wie Life sagen, also es ist das Leben an sich, wie viele Lebenspunkte wir haben. Wenn ich diesem jetzt den Ring gebe, sehen wir auch oben bei dem Balken, bei dem Grün, dass sich die Punkte erhöhen. So, auf 161 Lebenspunkte insgesamt. Und auch das Liv hier wird erhöht und auch wie viel er dann aushalten kann. So, ansonsten Dex. Dex steht eigentlich für Treffsicherheit, kann man sagen. Brauche ich jetzt nicht unbedingt, sondern er würde besser Dex haben können. Weil er ist ein Nahkämpfer und Dex benötigt man mehr im Fernkampf.
Ach, guck, das Ding hat nur Immunität. Okay. Reiniger Fetisch. Ein reinigender Fetisch des Segens. Okay. Wobei, Fetisch, muss man ja sagen, ist ja eigentlich nur eine Fixierung. Also eine reinigende Fixierung. Okay. Lassen wir es mal dahingestellt. So, und es bringt um Immunitäten. Die würde ich gerne ihr hier geben, weil dadurch kann sie jetzt zum Beispiel, wenn wir nochmal die Hilfe aufrufen täten, nicht verflucht werden, was dieser Geist mit den Pünktchen da gibt. Aber auch, das zweite Zeichen ist die Schlange, befallen werden. Sprich, dass ja, sie irgendwie von einem Schnupfen oder sonstigen Dingen befallen wird oder einem Parasiten. Und der Parasit kann man sich so ein bisschen wie bei Aliens vorstellen, ne? Der tut extrem weh, wenn er denn schlüpft. So, dann geben wir dir das hier noch. Den Sack kriegst du vielleicht. Obwohl eigentlich macht es mehr Sinn, wenn ich dir den Ring gebe, weil Dex drauf ist. Und darauf ist nämlich auch zu achten, dass man nicht nur schaut, wer braucht wie viel Leben. Abwehr gegen Untote. Das macht da, wo wir hinwollen, eigentlich kaum Sinn. So, das ist auch gut. Schön. Da müssen wir nicht gleich nochmal gucken. 37 macht er damit Schaden. Wenn ich ihm das gebe, macht es 37. Und zwar verändert es nicht nur das Leben, sondern auch den Schaden, die die Waffen machen. Umso mehr ich natürlich an den Punkten hier habe, umso mehr macht auch die Waffe an Schaden. So, aber genug darüber geplaudert erstmal. Wir schauen mal, ob wir für dich was Besseres finden. Ich glaube, ein Schild hatten wir jetzt nicht so. Gehen wir mal kurz zum Schmied. Ja, ich möchte jetzt eigentlich nicht so lange hier rumkaspern damit. Schlange, Bogen, Dings. So, und hier sieht man auch schon wieder die Elemente quasi in der Schmiede. Dass eben hier ist der Phönix ist. Und das müsste eigentlich der Greif sein. Glaube ich. So. Phönix ist Feuer. Feuer gegen Wasser, wo wir hin wollen. Meiner Meinung nach. 34, 37, das macht dezent keinen Sinn. 40. Gut. Jetzt müssen wir darauf achten, wenn ich jetzt diese schöne Hackebeil verkaufen würde. 155 plus 61, also man muss auch nochmal rechnen. Wäre dementsprechend 211. Können wir damit das hier kaufen? Ja. Weil wenn wir es jetzt verkaufen und es wieder kaufen, geben wir wahrscheinlich nachher mehr aus als wir 61. Nee, es vermehrt sich nicht mal. Das ist selten. Normalerweise ist ja so, der Händler oder der Schmied, der auch ja mit den Waffen handelt, der kauft ja Waffen ein und wenn er sie euch dann wiederum verkaufen will, schlägt er natürlich seine Gewinnprozente drauf, damit er natürlich auch davon leben kann und seine Brötchen kaufen. So. Dann kaufen wir mal diese schöne Schwertchen. Haben wir ein besseres Schutzschild? Dieses Schutzschild geht auf Magie und auf Wasser. 40%. 100. Eieiei, das wird zu knapp. Das wird zu knapp. Aber den Beutel 35 haben wir. Plus 13, 48. Plus 75. Uiuiui. Ja, 110. Jetzt habe ich die andere Zahl vergessen. Super. Ja, knapp 120. Wir brauchen aber für... Was wollen die jetzt kaufen? Dieses Teil. Das könnte knapp hinhauen. So, 13, 8, das waren 48. Okay, 48, 75. Ja. 48, 75. Super. Es sind aber nur 100 noch Gott. 110. Alter, schlag mich.